Der SV Lichtenberg 47 empfängt im Poststadion Tasmania Berlin. Der Aufsteiger eindrucksvoll in die Saison gestartet, Trainer Abu Njai. Hier rechts sein Team dominierte Babelsberg beim 2:0 und generell wollten sie ja sowas wie der Partycrasher der Liga sein. Das aber nicht mit der Brechstange, sondern mit durchaus gefälligem Spiel. 18. Minute. Tasmania in Blau. Maximilian Storm letzte Woche erst von Hertha 2 dazugekommen. Wollert mit der ersten Flugeinlage. Eine für die Galerie. Lichtenberg an Spieltag 1 mit der 0:1 Niederlage in Meusewitz. Kleiner Auftaktdämpfer. 20 Minuten rum. Grüneberg in Szene gesetzt und dann Bremer. Unfassbar, das keiner für die Galerie, aber einer für jeden Rückblick der Saison. Marcel Bremer von Oberligist SC Starken zu Lichtenberg gewechselt. Halbe Stunde rum, Tasmania mit dem Einwurf und dem Spielermaterial, um schnelle Konter zu setzen. Demir auf Brechler, der im Abseits, aber er bleibt weg. Und jetzt marschieren sie da alle in der Mitte. Seitenwechsel auf Martin Kascha. 1:0 Tasmania. Martin Kascha, 20 Jahre jung, erster Startelf-Einsatz, erstes Saisontor. Lichtenberg im Strafraum an sich wieder gut sortiert. Kascha trocken ins lange Eck. Die Antwort von L47 in Minute 43. Fröhlian mit der Kerze und dann Fiegen aus 25 Metern. Schelens ist da, Grüneberg auch. Ausgleich. Lichtenberg zurück im Spiel. Philipp Grüneberg seit 2014 im Club. Premierentor für ihn und seine Mannschaft in dieser Saison. Taskeeper Schelens lässt sich den anschreiben. Er ist rechtzeitig da, kann die Kugel aber nicht entscheidend nach außen lenken. Zweite Halbzeit. Wieder einer dieser vertikalen Pässe von Tasmania auf Pola. Der hat das 1:0 gegen Babelsberg selbst gemacht. Dieses Mal hat er das Auge für Brechler. Und es gibt den Elfmeter durch Schiedsrichter Daniel Köppen. Der hat schon am ersten Spieltag hier beim Spiel BHK gegen Jena genau in diesem Strafraum einen Elfer gegeben, jetzt wieder. Es ist knifflig, Berührung ja oder nein in dieser Situation die Grätsche zu wählen. Mit diesem Tempo natürlich ein großes Risiko. Demir hat die Chance gegen Wollert. Niklas Wollert ist da und was zeigt er an? Hier mit Köpfchen habe ich es gemacht. Na, wir schauen mal drauf. Alles wie gehabt. Weiterhin 1:1. Tasmania drückt Ping-Pong vor dem 16er. Und die nächste gute Möglichkeit, aber eben auch wieder Niklas Wollert dazwischen. Schlussphase schon in diesem Spiel. Lichtenberg mit Heuwitz. Die Diagonalen streut er immer wieder mit ein. Zeit macht die Situation nochmal heiß. Und Gave gibt noch Proteste wegen des Zweikampfs. Seid gegen Bremer. Schiri Köppen zeigt an, wie er es gesehen hat. Nur der Ball. Nochmal Lichtenberg, nochmal Gave. Strafraum gut besetzt, Einsiedel. Letzte Chance vertan, es bleibt beim Unentschieden. Handshake hier unten zwischen Uwe Lehmann und Abu Njai. Lichtenberg 47 mit dem ersten Punkt der Saison, 1:1 gegen Tasmania.